Ja, meine Damen und Herren, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Nürnberg Web Week, ein herzliches Grüß Gott auch von mir. Und ich kann eigentlich gleich überleiten, ja, dass es die Web Week gibt, das ist toll und wir auch als Stadt sind stolz drauf. Denn die Webwirtschaft hat auch in Nürnberg eine große Bedeutung. Nürnberg ist ein Standort, von dem schon Innovationen ausgegangen sind im technischen Bereich. Wir sind bekannt klassischerweise als ein Produktionsstandort. Heute sind wir ein Hightech, ein Industrie- und ein moderner Dienstleistungsstandort. Und viele Innovationen auch aus der IT-Bereich, aus der digitalen Wirtschaft und auch aus der Webwirtschaft sind hier aus Nürnberg gekommen. Wir haben eine starke Webszene und mich freut es, dass durch die Webweek diese Nürnberger Webszene noch bekannter gemacht wird. Damit man auch in anderen Teilen Deutschlands sieht, dass es sowas nicht nur in Berlin oder in Hamburg gibt, sondern nein, auch hier in Nürnberg. Und ich habe von unserem Wirtschaftsstandort gesprochen, wie wir aufgestellt sind. Alle reden ja heute von Industrie 4.0. Da geht es ja darum, zusammenzubringen eben die klassische produzierende Wirtschaft, aber auch die digitale Wirtschaft. Und wir haben in Nürnberg die besten Voraussetzungen. Wir haben hier große Industrieunternehmen, wir haben auch einen großen produzierenden Sektor, aber wir haben eben auch inzwischen eine starke IT- und digitale Wirtschaft. Wenn man überlegt, 10% der Beschäftigten in Nürnberg sind in der IKT-Branche tätig. Da teilen wir uns einen Spitzenplatz mit München. Der Bundesdurchschnitt liegt weit drunter bei 5 oder 6%. Wir liegen bei 10%. Das sind Dinge, die sollten wir uns in Erinnerung rufen. Und wir sollten durchaus stolz zeigen nach außen, was wir hier haben an einer digitalen, an einer Online-Wirtschaft. Insofern wünsche ich der Web Week 2013 alles, alles Gute, den Organisatoren ein gutes Gelingen und vor allem auch den Sponsoren, die das ermöglichen, auch seitens der Stadt ein herzliches Dankeschön. Ihnen alles Gute und noch einen schönen Abend. Dankeschön, Herr Dr. Fraß. Genau, ich möchte den Faden gleich aufnehmen. Das eine Thema der Webweg ist Vernetzung zwischen den verschiedenen Unternehmen und das andere Thema ist auch sichtbar machen von dem, was hier überhaupt passiert. Meines Eindrucks nach, ich bin als Außerfränkischer hier zugereist und kann sagen, der Franke leistet was Tolles und sagt, passt schon. Und redet nicht so groß drüber, wie er es vielleicht in Berlin tut. Und deswegen freut es mich auch, dass wir heute hier, ich sag mal, erstmalig bei Müller Medien sind, die unser heutiger Gastgeber sind. Ein Unternehmen, was, wenn man mal guckt, was die alles machen, es ist eine ganze Menge. Es ist extremst viel. Und mehr kann vielleicht dazu der Herr Oschmann erzählen. Ja, herzlich willkommen in der Unternehmensfamilie. Sie sind hier im Forum, wo normalerweise ein paar hundert Leute nicht nur Verpflegung holen, sondern wo sie kommunizieren. Und das ist auch ein bisschen so unser Motto, die Kommunikation. Allerdings, ich glaube, Sie haben es angedeutet gehabt, wir sind da ein bisschen stark fränkisch an der Stelle. Wir sagen noch weniger als Bastjo, weil der Herr Dr. Fraß hat auch gerade gefragt, sag mal, was macht denn ihr eigentlich die ganze Zeit? Wer, jetzt mal ganz ehrlich, wer von euch kennt uns eigentlich nur vor allem von Telefonbuch, gelbe Seiten und das Örtliche? Ja, ja. So sieht gute Kommunikation aus. Es hat aber auch einen gewissen Grund. Wir versuchen möglichst viel eigentlich mehr durch die Marken, die wir unterstützen und mehr die Unternehmer, die wir unterstützen, uns zu definieren. Das Unternehmen kommt von einem 66-jährigen Hans Müller, der in seinem Wohnzimmer ein Unternehmen gegründet hat und der es geschafft hat, hier einen Samen reinzulegen und zu sagen, man muss was unternehmen, man hat nicht viel Geld, aber man hat einfach einen Mut, was zu tun und man hat auch Lust, was zu tun. Und darüber hinaus ist eben, sagen wir mal, das größte deutsche Verzeichnisunternehmen entstanden. Es ist ein Großteil von tollen Radiobeteiligungen, TV-Beteiligungen und sonstigen Dingen entstanden. Vielleicht kennt der eine oder andere Was ist was, die Bücher vom Tesloff Verlag, die auch zu uns gehören. Aber es sind meistens immer die unternehmerischen Dinge, die uns interessiert haben. Und so haben wir 96 begonnen mit den ersten Themen im digitalen Bereich. Das waren Ad-Server. Wir kannten die Jungs in Amerika. Wir wussten aber nicht genau, was sie machen. Wir kannten aber Jungs in Deutschland, die wollten mit denen zusammen was machen. Wir haben uns ein bisschen in die Mitte geklemmt und haben aus diesem Thema eigentlich gelernt, dass die digitale Welt ganz andere Gesetze hat und dass wir uns möglichst daran anpassen sollten. Um 1999, 2000 haben wir einen Börsengang gemacht mit der AdPepper, haben da, glaube ich, den neuen Markt quasi abgeschlossen.
sind also spät genug gekommen, dass wir das Geld, das wir eingesammelt haben, nicht mehr ausgeben konnten und sind deswegen auch noch weiterhin im Prime-Standard mitgelistet mit AdPepper. Aber es sind eigentlich viele neue Ideen dabei entstanden und diese vielen neuen Ideen werden immer wieder institutionalisiert durch die entsprechenden Unternehmen, mit denen wir was zusammen machen. Ich sehe da die Pina, den Dennis Eitikin, den Carsten Hübscher. Das sind für mich auch so Prototypen, mit denen wir zusammen was machen kann. Ja, wo wir Anwalt.de zusammen gemacht haben, wo wahrscheinlich auch nicht so arg viele Menschen wissen, dass wir das hier zusammen mitgebaut haben. Aber es ist immer wieder das unternehmerische Element, das uns eigentlich anzieht und das uns auch auf solche Veranstaltungen hier meistens aber weiter nach außen zieht. Bevor ich nochmal auf die Veranstaltung komme, etwas, was mir persönlich auch stark am Herzen liegt. Es ist einfacher, manchmal ein Unternehmen zu gründen und eine Idee zu haben und ein bisschen Geld einzusammeln und es dann weiter wachsen zu lassen, als wenn du in einem bestehenden Unternehmen arbeitest und aus diesem bestehenden Unternehmen selbst Projekte rausmachst. Deswegen sei es mir gestattet, dass ich eine Vielzahl von Projekten bei uns im Unternehmen, sei es eine Speisekarte, sei es eine Be Trusted, sei es jetzt hier das Freelancer Map, ja, wenn ich sowas sehe, wie sich sowas entwickelt, geht mir das ganz besonders mit ans Herz, weil man dann sieht, dass eben bestimmte bestehende Grenzen durchbrochen werden und unternehmerisch nochmal aufgeladen werden. Jetzt laufe ich Gefahr, zu lange zu reden. Deswegen ganz herzlichen Dank. Der Herr Dr. Fraß hat es bereits angedeutet, dass nicht nur die Stadt Nürnberg, sondern auch viele engagierte Menschen sich hier darum kümmern, dass man hier zusammenkommt, dass man in die Kommunikation kommt. Wenn man nicht in die Kommunikation kommt, hat man auch im virtuellen Bereich wirklich ein Problem. Ich sehe das an, ich war jetzt in Tel Aviv für 4 Tage, um die Startups dort mal ein bisschen anzugucken. Das ist einfach wesentlich einfacher, wenn du gewohnt bist zu reden. Und da kommen wir wieder aufs Fränkische zurück. Also wir waren heiser allein vom Zuhören bei den ganzen Jungs da unten. Und da müssen wir uns, glaube ich, noch ein bisschen an die eigene Nase fassen. Deswegen ganz herzlichen Dank, dass Sie diese Barriere durchbrochen haben, diese Veranstaltung zu machen, sich das zuzumuten, bei einem etablierten Unternehmen so ein Format mitzumachen. Herzlichen Dank dafür. Und wenn der ein oder andere Gefallen findet an dem ein oder anderen Startup, das wir haben, oder vielleicht eine eigene Idee hat, wir hören da immer gerne zu und sind das, was mein Urgroßvater mit 66 war, extrem neugierig und wir wollen was machen. Vielen Dank dafür, dass Sie heute gekommen sind. Ganz herzlichen Dank an unseren Gastgeber, Herrn Michael Oschmann. Genau. Ja, mich würde mal interessieren, wer ist denn eigentlich zum ersten Mal auf dem Webmontag? Okay, krasses Bild. Wer ist deswegen da, weil es die Nürnberger Webweek gibt? Wer ist zum ersten Mal auf der Nürnberger Webweek? Okay, ja, ein gutes Stichwort von Herrn Michael Oschmann war, dass man einfach mal was macht, dass man einfach mal was auf die Beine stellt. Und dann gibt es eine Firma aus dem Nürnberger Umfeld, die sich letztes Jahr gedacht hat, Mensch, wir sollten doch eigentlich mal was auf die Beine stellen und eine Nürnberger Webweek machen. Das ist die Firma User Centered Strategy, die das Ganze auf die Beine gestellt hat und das ist der Ingo und der Flo, die beiden Geschäftsführer, und die haben sich gesagt, komm, wir sprechen mal mit allen möglichen Leuten und machen die Nürnberger Webweek, und dieses Jahr findet sie zum zweiten Mal statt. Ingo. Vielen Dank. Ja, von meiner Seite auch herzlich willkommen auf der Webweek und auf dem Webmontag. Ich freue mich riesig über diese neue Location, die wir von Herrn Oschmann zur Verfügung gestellt bekommen haben, und aber auch über die zahlreichen Teilnehmer, die vielen neuen Leute, die noch nie auf einem Webmontag waren und auch noch nicht auf dem Web, auf der Webweek. Ich möchte ganz kurz vielleicht zur Webweek etwas sagen, warum es die eigentlich gibt. Die Webweek war für uns eine Möglichkeit, die Community, die hier in der Region existiert, zusammenzubringen und der ganzen Sache noch etwas mehr Gesicht zu geben und mehr Reichweite zu geben. Wir haben den Webmontag hier, der sehr stark besucht wird. Wir haben aber noch 29 andere Events in dieser Webweek, die zu allen möglichen Veranstaltungen, zu allen möglichen Themen aus dem Webbereich spannende Formate bieten, also von Workgroups, von Workshops, Vorträge, Stammtischen, allen möglichen Formaten. Und die Webweek soll genau diesen weiteren kleinen, nicht so populären Formaten etwas mehr Sichtbarkeit geben. Und gleichzeitig soll die Webweek der Region mehr Selbstbewusstsein geben, weil wir sind hier tatsächlich eine starke Web-Community. Und es wäre schön, wenn es dann hier die Region wahrnimmt, aber auch über die Region hinaus. Das Ganze geht nur, weil eine riesige Gruppe von Helfern das ehrenamtlich unterstützt. Wir haben bestimmt 40
oder über 40 Helfer im Team von Redaktion, Social Media, Grafik, Programmierung in allen Bereichen. Alles, was wir von der Webwiki hier sehen, ob das Werbemittel sind, ob das die Website ist, alles ehrenamtlich entstanden. Und deswegen... Genau, und deswegen möchte ich mich ganz besonders bei allen Helfern sehr, sehr, sehr bedanken, weil ohne denen wäre es einfach nicht machbar gewesen. Aber eben genauso die Sponsoren, die ermöglicht haben, das, was die Helfer umgesetzt haben, auch zu produzieren. Die schönen Hocker und so weiter, alles, was wir hier möglich machen konnten. Das Zusammenspiel aus Helfern und Sponsoren hat es möglich gemacht. Vielen Dank an alle.